Mein Name ist Corinna Ascher, ich studiere am Campus Hagenberg an der FH Oberösterreich Kommunikation, Wissen und Medien. Mein Name ist Enzinger Frank und ich studiere da an der JKU Soziologie. Ich heiße Caroline, habe den Bachelor und Master in Soziologie an der Johannes Kepler Universität absolviert und auch an der Fachhochschule Oberösterreich am Campus Hagenberg Kommunikation, Wissen, Medien. Michael Dobringer, ich studiere Kommunikation, Wissen, Medien an der Fachhochschule Oberösterreich, Campus Hagenberg. Ich heiße Gala Dojcinovic, ich komme ursprünglich aus Bosnien. Ich bin 32 Jahre alt und ich studiere Sozialwirtschaft an der JKU. Mein Name ist Christoph Hartl. Ich studiere Kommunikation, Wissen, Medien in Hagenberg. Ich bin Christina Schäfer, ich promoviere in der Soziologie und zwar an der Johannes Kepler Universität in Linz. In meiner Masterarbeit habe ich mich mit dem Thema Mitarbeiterinnenbindung in neuen Organisationsformen beschäftigt. Mein Thema bzw. die Forschungsfrage des Projekts war, welche Motive liegen der geringen Mitgliederquote von universitären Mitarbeiterinnen bei der GÖD, sprich bei der zuständigen Gewerkschaft, zugrunde? Ich habe mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema über sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler im Kontext der Corona-Pandemie auseinandergesetzt. Und dabei war meine Forschungsfrage, wie die Lernsituation war von diesen Schülerinnen und Schülern aus dieser konkreten Gruppe, wie die Lernstrategien waren und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus ableiten ließen. Das Thema meiner Masterarbeit, lernförderliche Aspekte in Augmented Reality Lernumgebungen und die dazugehörige Forschungsfrage, welche lernförderlichen Aspekte in Augmented Reality Lernumgebungen ebenfalls Geltung finden. Meine Forschungsfrage lautet, inwiefern beeinflussen bestimmte Arbeitszeitmuster von Frauen ihre Chancen und Risiken in Bezug auf Karriereentwicklung? In meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema geschlechtergerechte Sprache an Österreichs Fachhochschulen. Meine Forschungsfrage lautet, wie konsequent wird geschlechtergerechte, inklusive Sprache an Österreichs Fachhochschulen dargestellt und umgesetzt? Meine Forschungsschwerpunkte sind so in der Arbeitssoziologie, in der politischen Soziologie angesiedelt, vor allem so zum Thema Protest, Polizei, soziale Bewegungen. Aktuell arbeite ich an einem Projekt, an einem Dissertationsprojekt, mein eigenem, und zwar zum Thema Ungleichheit und Diskriminierung in der österreichischen und deutschen Polizei. Also ich werde auch einen Ländervergleich machen und ansonsten habe ich auch sehr viel Ukraine-Forschung betrieben.